Jetzt guck mal hier. Jetzt hat er richtig Glitzer. Lilly hier, der auch noch ein Po. Die ganze Familie hilft mit und unterstützt ihn. Felix Pfeffer hat die gestrige Dressurprüfung mit Bravour gemeistert. Er liegt vorne. Heute will er nachlegen. Es geht ins Gelände. Ich denke, dass das sehr anspruchsvoll wird heute. Erstmal aufgrund der Temperaturen. Zweitens ist diese Geländefläche sehr bergig. Also wir müssen immer wieder Berge hoch und Berge runterfahren. Wir haben 7 Hindernisse zu fahren, 2-mal Wasser zu fahren. Das wird für die Pferde schon hart. Für ihn geht es nicht nur um die deutsche Meisterschaft, sondern auch um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im September in Ungarn. Bei diesen Turnieren, Sichtungsturnieren, achten wir natürlich, welche Gespanne für uns, für die deutsche Nationalmannschaft dann in Frage kommen. Und gestern war ja schon die Dressurprüfung, bei der Felix Pfeffer wieder mit Abstand gewinnen konnte. Er hat seine Form zurückgeholt. Er hat ja ein Jahr Babypause gemacht. Jan Felix, trabst du bitte auf uns zu? Danke, gut. Die Herzschlagfrequenz liegt bei 65, das ist normal. Cliff und Merlin dürfen starten. Die Strecke 7 Kilometer lang. Es geht um Zeit und Geschicklichkeit. Insgesamt sind es 7 Hindernisse. Die Bälle dürfen nicht herunterfallen. Das gibt 2 Strafpunkte. Also Hindernis 1 ist wirklich am technischsten von allen Hindernissen, am engsten aufgebaut. Und Hindernis 3 ist in Wasser, wo alle Tore im Wasser sind. Wo aber da unten im Wasser kein Kies oder sowas ist, sondern ich denke, wenn da jetzt heute Morgen schon 50, 60 Gespanne durchgefahren sind, dass sich das richtig auffährt und dass die Kutschen richtig einsacken und dass das richtig tief wird und auch Kraft kostet. Ne? Hindernis. Felix Pfeffer führt die Pferde. Sein Beifahrer hält das Gleichgewicht und assistiert ihm, den richtigen Weg zu finden. Nach knapp einer halben Stunde sind sie im Ziel. Platz 13. Jetzt habe ich ja für die 2 Bälle habe ich ja schon 4 Strafpunkte gekriegt. Jetzt wird es ganz eng. Jetzt wird es ganz spannend. Wer weiß, ob ich überhaupt nach vorne bin. Das weiß man auch nicht. Mal abwarten. Nach der Dressurprüfung und der Geländefahrt liegt Felix Pfeffer nun auf Platz 5. Wenn er die Nerven behält und den morgigen Kegelparcours fehlerfrei fährt, hat er noch Chancen auf den Titel.